Hey Jungs und Mädels, diverse und die, die noch nicht wirklich wissen, was sie sind. Willkommen bei Mr. Waller. Im heutigen Video haben wir einen Spezialgast dabei. Uli Bayer, die Hechtgröße. Mega geil, freue ich mich richtig drauf. Der Uli fischt die nächsten Tage hier bei Mincho. Da bin ich mal gespannt, was geht. Wird auf jeden Fall ein geiles Video. Bleibt dran. Wer weiß, was viele Leute sicher schon fragen werden. Wer das neue Familienmitglied ist. Niki, komm mal her. Nikita. Oh ja, das ist der. Ja. Das soll mal unser neuer Hofwachhund werden. Ja? Ist aber noch weit entfernt davon. 16 Wochen alt erst, was will ich machen? Ja. Viele andere ein bisschen größer werden. Top. Was steht jetzt als erstes an? Jetzt fahren wir erstmal in der Angellade und holen die Lizenzen für die Uli und so weiter. Und dann gehen wir schon los, starten. Ein bisschen mal rumfahren, was zeigen, ja, oder? So ist der Plan. Sag mal, Markus, dürft ihr hier mit Lebenködern angeln? Ja, ja. Der hat hier schon die Befestigungsöse für den Sprengring dran. Ne? Da wird man versorgt, Alter. Kaum mal der Uli der Bayer dabei, kriegt man gratis Essen. Dafür habe ich jetzt gerade gestanden und habe mein Müsli gerührt. Ne? Braucht man gar kein Müsli. Man braucht Müsli, wenn es hier gute Salami gibt. Ciao, und ich hab Nachbar. Ciao. Mal nichts mehr, ne? Warum? Jetzt hast du die Zensur oder jetzt ist es vorbei mit Big Fish. Das ist ja die Regel bei uns. Scheiße. Alles dumm gelaufen. Ne? Weil wir wahrscheinlich einen einparkt haben im Angelgeschäft. Like an asshole. You accidentally parked like an asshole. Die sind sehr ehrlich, die Italiener. Ja. Alles gut. Ja, muss, oder? Servus. Alles gut? Ja, ja. Bei dir auch? Top, ja. Läuft. Also Max, wir schauen, dass wir das Boot ins Wasser kriegen, oder? Irgendwann sollten wir das mal ins Wasser schmeißen, ja. Ja. Ja, Maxi, hast du lange Unterhose dabei? Ich hab alles dabei. Ich bin so ausgerüstet. Wie du drin hockst, Niki. Ja, mir wird nimmer zu kalt. Leiden Christi. Da war wirklich das Leiden Christi. Aber diesmal nicht mehr. Wie das heißt 20, da habe ich um die Jahreszeit mit der Unterhosen gammelt. Ja, ja. Ich habe einen neuen Stuhl. Ich habe einen neuen Stuhl. Indian Version for Scoping. Was? Ich bin nur mal auf dem Karten sagen, ich brauche eine neue Tasche. Weißt du, was der Tier liegt? Machst du kaputt, dann kriege ich eine neue, jawohl. Das ist Zack-Field-Test. Okay. Ja. Rein geht immer. Ob das kontrolliert reingeht, weiß ich nicht. Also das ist das erste Abenteuer bei Markus, jetzt das schwere Boot hier die Böschung runterzukriegen. Wollen wir mal sehen, was da passiert oder auch nicht passiert. Es ist lieber für Anfänger, Alter. Du warst schon nie in Frankreich. Weißt du, wie ich normalerweise trailere? Also wenn keine Böschung da ist, Seil ab, fahr mit Geschwindigkeit mal, und dann schießt der runter. Ne? Markus ist unten drin. Ach, kannst du hier die Spur ein bisschen. Stimmt, ja. Ach, scheiße. Erstens mal frisst ein Fuchs nicht den ganzen Truthahn auf einmal. Ja. Und dann guck mal, die haben nicht bloß den Truthahn geholt, die haben auch eine weiße Gans geholt. Alter. Das können bloß die Wölfe gewesen sein, die Wichser. Krass. Ja, da ist ein großer Abdruck, das sind Wölfe, das ist nicht der Fuchs. Und vor allem, da liegt der Truthahn, da liegt die Gans, die seit vorher schon fehlt. Und da vorne sind Fettere von den Perlhühner, die seit letzter Woche fehlen. Oh, ich denke, gehen wir heute auf die Jagd. Alter, jetzt mache ich erst mal die Videokamera, die Wildkamera heute oben da. Ja. Die Wildkamera war die ganze Zeit hingekranken und da haben wir letztes Jahr einen Jungwolf drauf gehabt, einen Einzelgänger. Aber das da macht nicht einen Einzelgänger, garantiere ich dir. Guck mal, der Truthahn, der hat, was weiß ich, 8 Kilo oder was gehabt. Der ist komplett leer, da ist nur noch Knochen. Der kommt wieder. Der kommt wieder von unten, safe. Das ist nicht einer, glaube ich nicht. Oder die. Ich glaube, dass das von Branko
Der Wolfsrudel ist so klein, ist ein paar Wölfe. Sollen wir mal Zeugenbefragung machen? Ja, machen wir Zeugenbefragung. Hast du was mitgekriegt? Hä? Wo ist denn dein Mann? Hat der sich geopfert für dich oder was? Das nehme ich echt persönlich, habe ich gesagt. Das heißt, es gibt Rache, Blutrache. Ich habe schon geguckt, wenn ich den Kadaver da herlege, kann ich aus dem Fenster rausschießen. Aktion? Reaktion. So. Die ganze Zeit habe ich weg, was ich meine, mir ist egal. Hier können Wölfe rumrennen, wie sie wollen. Aber sollen mich in Ruhe lassen. Ja, verstehst du? Und das ist schon. Und ein Truthahn und eine Gans, das ist schon frech. Weißt du, was ich meine? Das ist das Essen für die ganze Woche. So, siehst du? Ja? Jetzt beim Wolf. Ich habe mich eine Woche zurückgeworfen. Ja. Markus, du musst jetzt eine Woche vegetarisch essen. Nein, ich handle jetzt. Ich handle jetzt. Ich hole jetzt den Kadaver daher, weil dann will er bestimmt haben und leg den mal auf jeden Fall daher. Ja. Da. Irgendwo offene Fläche. Da an der Baum, die Kamera, da war es schon einmal, weil das ist der Wechsel. Da zwischen den zwei war ja, kommen sie durch. Ja. Da. Ich schau Maxi, die haben für eine Woche das Essen geklaut. Der ist komplett leer. Jetzt macht nicht ein Fuchs. Und jetzt legen wir Fallen aus. Falle, Alter, ich brauch bloß freie Schussbahn. Weißt du, was das Schlimme ist? Der war natürlich handzahm. Ne? Als Baby habe ich ihm zweimal Antibiotika geben gemisst. Na, war das der? Das war er, ja. Nee. Seitdem ist es schlecht gegangen, habe ich mir Antibiotika-Kur gemacht und seitdem ist der handzahm. Kommt noch, kann ich über den Kopf streicheln, gewiss, ich habe das Leben gerettet. So, da. Geile Montur, Alter. Was? Richtige Wintermontur. Ja, wenn ich so mit Freizeitkapitän da rausfahren muss. Komm auf die Bank mit mir. Der Premiumplatz. Ja, fahren wir erstmal hoch zu, dann erkläre ich da hoch zu alles. Überfahrst du, guckst mal auf dem Lot, dann siehst du, wie das von 6 hier, 7 Meter ist die tiefste Stelle. Und wenn du jetzt so Richtung Steine fährst, überfahren wir jetzt quasi das Flussbett und dann geht es wieder hoch. Ja. Diese ganze Kante da, die ist eigentlich ganz interessant. Ja. Ist so, da ist nicht so. Er ist alles. In der Wallerwelt warst du Mechaniker oder? Heizungsbauer. Ein Heizungsbauermeister. Ja. Aber wenn du 15 Jahre Boote verleihst, ja, dann kannst du an alle deine Motoren alles machen. Ja. Bei mir ist eine Fehlersuche schon so besser wie bei einer Heizung mittlerweile. Jungs, auch für euch, gell? Alles was ich da sage, gilt auch für euch. Diese Ecke ist eine Top-Bobbler-Ecke. Da waren jetzt die Woche waren da echt nachts ganz flach, ist gerade so 70, 80 cm tief. Da waren 3-4 Zander drin schon die Woche. Die Vietto Pescara. Ab hier beginnt das Schongebiet. Also der Hotspot. Aber siehst du, da vorne steht schon einer mit dem Schongebiet drin und angelt. Also von daher, ich bin ausnahmsweise nicht. Wie weit geht das? Das Schongebiet? Da vorne jetzt noch einen Kilometer kommt auf der linken Seite ein Hafen und ab dort darf man wieder fischen. Stopp. Ja, das ist der losen Platz. Das ist der. Was? Gerade angucken, ihr Moment. Servus, Alter. Lange nichts. Servus. Ja. 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 Benni, du gefällst mir schon wieder am besten. Ja, sicher. Du weißt, was ich gehört, ne? Ja. Der Andi ist ein Releaser. Hi, Alex. So, okay. Klar, welche Mutter das sagt, eine Steiermark. Blaue Lachsforelle. Blaue Forelle. Blaue Forelle, gell? Aber er ist ja kein Steirer, also. Ha? Er ist Linzer. Egal. Ist eh besser. Sag schon meinem Sohn, also hat er ganz andere Meinung dazu. Achso, ja, stimmt. Sagt, Steirer ist das Höchste, was durch Gottes Wille wäre, kann ich, hat er gesagt. Sieben, ne? Ja, gelernt ist gelernt. Na, ich kann nicht. Die Verführung ist sehr groß, aber. Was kannst du nicht? Ich will Bier trinken. Manche. Machst du nicht, oder was? Lang. Ja. Oder ich bin kein Biertrinker. Bei mir ist es oft so, dass es eskaliert dann. Ne? Ich zeige dir jetzt einfach das Gewässer und die Stelle, die du dann beangelst, wo du
der bessere Überblick, wie ich ja was noch, da machen muss. Entsteht noch ein bisschen Austausch mit der Gruppe. Das ist jetzt richtig geil, weil so viele Angler da sind. Dann kann man sich auch ein bisschen austauschen und dann brauchst du viel weniger Zeit, als wenn du das alles alleine erschließen musst. Ne? Jungs, ich gebe mich noch mal Viecher, hack Holz, dass wir es warm haben, oder? Dem musst du beibringen, den Wölfen hier den Schwanz abzuhacken. Kann sein, dass ich später noch einen Schlagfall aufstelle. Ich habe jetzt erstmal die Bildkamera gegängt. Gell, Digi? Den Ring verpasst, oder? Der hat einen Ring, ja. Der hat Papiere, der ist offiziell. Mhm. Habe ich keinen Bock auf Ärger. Bist du bissig? Ja, meine Kennen, ich wollte gerade sagen. Oder? Bist du ein alter Beißer? Mach nicht so mal probieren, ne? Mach nicht so fest, sag das. Aber fahren jetzt mal nochmal nach Hause, ne? Würde ich sagen, ne? Ich hab noch Holz, Holz neu. Maxi, eine Runde angeln. Ja. Einen Fisch müssen wir noch fangen. Jetzt sind wir eingewiesen, jetzt fangen wir Fische. Also, Petri heil, Jungs, und ich stoß morgen zu euch dazu, wenn ich da fertig bin. Ja. Perfekt. Ja, ich hole eben noch ein paar Gummifische aus dem Auto. Wir melden uns einfach, wenn der Fisch geht. So. Zander, ein Nachtzander. Guck mal, ein Zander. Es ging noch einer. Jups. Komm du mal her, Fischchen. Endlich. Mein erster italienischer Zander. Nicht hängen lassen. Was hängen lassen? Achso, sorry. Heute haben wir keinen Wolf. Nee. Anscheinend. Der war noch satt. Ja, anscheinend. Was machen wir denn gerade? Kleine Morgenunterhaltung mit den Gänsen hier, ne? Und ein Wartespiel. Wir warten auf Markus oder das Christkind. Je nachdem, was früher kommt. Alles gut. Die Schnüre sind auch noch eingefroren. Ich habe gerade meine Rute in die Sonne gestellt. Da muss erstmal auftauen alles. Ja. Von daher alles gut. Ich habe jetzt einen ganzen Sack voll Bleiköpfe eingesammelt. Wir wollen heute eine schöne Abrissorgie machen. Ne, schön ins Holz rein. Wenn die Sonne scheint, stehen die Fische wahrscheinlich im Holz drin. Das wird eine harte Nummer. Das wird also viel Nervenprobe. Vielleicht kriegt der Markus erstmal sein Fett weg. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber was haben wir gesagt? 9 Uhr haben wir gesagt, jetzt ist 9.14 Uhr. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Die Leute warten nicht. Was brauche ich an Angelzeug? Das weißt du. Ja, was mit dem Zander, ne? Ja, klar. Jigge oder Vertikale, was machen wir? Jiggen. Also Jigge. Auf Vertikal bin ich überhaupt nicht eingerichtet. Okay, alles klar. Ja, dann muss ich noch eine Jigge holen. Ne? Ja. Köder hast du alles oder soll ich was mitnehmen? Oder? Ich weiß ja nicht, was wir brauchen. Ich habe einige Köder im Boot. Okay. Ich weiß auch nicht, wie viele wir versenken. Ja, dann nehmen wir natürlich Unser Zandergummi, ist ja klar, oder? Der fängt alles. Doch, Zandergummi habe ich nicht. Hast du nicht? Die musst du mitnehmen. Oh. Nee, ich will also mit Butcher angeln. Ich habe ein bisschen vom Johannes dabei, aber ein bisschen. Okay. Sexy Swimmer und sowas. Ist geil für Zander, ja. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit in schwierigen Gewässern mit Butcher ganz gut geangelt und ich will jetzt also hier auch verstärkt mit Butcher probieren. Ich bleibe dem Altgewährten treu, weil wir haben die ganze letzte Woche nur mit dem komischen Hädelgummi gefangen, da mit Zandergummi und so einem neuen. Ja. Und das hängt ja, ist ja ganz gut, dann können wir ein bisschen vergleichen. Ist der Quappi oder was? Meine neue Klamotten sind so super, dass man der Schweiß in der Arschritze zusammenläuft. Ich hab Thermos sogar, ich hab heute sogar eine beheizte Jacke, alles. Ja. Sicher will ich da rumlaufen und schwitze.
Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. Freunde der Sonne, Kinder der Nacht, Kaiserwetter. Und jetzt hat Uli, kennst du die Regel Nummer 1? Die Zanderbeißen erst für mir schmeißen. Ja? Doch, vorher habe ich schon nie einer gefangen. Hast du deine Fische hier ordentlich erzogen? Ja, die beißen erst dann, wenn wir schmeißen. Ich zeig das jetzt gleich, warte mal. 5 Stunden ist unser Video beendet. Wenn man schöne Fisch. Gerade hinter mir. Was schätzen Sie? Die auch an bestimmte Spots dann eingeladen? Ja, ja, die sind schon da, die warten. Ja. Wir sind ein bisschen spät dran, ich habe lange auf dich gewartet. Am 9. war noch alles zugefroren, Uli. Guck doch, ist jetzt noch eiskalt. Wir hätten für den Carsten ja schon ein schönes 1x1 drehen können. Also wir heißt Maxi und ich dann. Ne? Also ich habe eigentlich schon, dass ihr schon was schaffen ohne mich auch. Ne, gewiss, dass ich euch alles sagen muss. Gut, wo fahren wir hin, Uli? Da unten in dem Bereich, wo der gestern gut gefallen hat, oder was? Die tiefe Kurve, oder was machen wir? Also tief, also wir brauchen auf jeden Fall entweder tiefes Wasser oder Schatten. Dann fahren wir in die tiefe Kurve, hätte ich gesagt, Uli, ja. Oder? In die 9 Meter Kurve. Also in dem Tiefen lagen sie ja gestern Abend. Das, also ich vermute aber jetzt, wenn die Sonne so hoch steht, noch. Probieren wir, oder? An der Kante dran, irgend sowas. Und ich würde sagen, wir machen also viel Stellenhoppen, weil ich glaube, wir müssen jetzt wirklich auch suchen. Ne? Guck mal, der Uli wieder ausgestattet ist. Ja, habe ich eben gesammelt nochmal. Pickelweise hat er die Skiköpfe. Da weißt du schon, was heute abgeht. Ja, ja. Meine Finger werden bluten. Ja, wie machen wir das, Uli? Du wirfst, ich knote, oder was? Ja, ich knote immer die Rute. Ich habe mir sagen lassen, du lässt knoten. aber nicht mit mir. Dreimal montieren. Und wenn Annie abreißt, sage ich, Maxi, bin ich. Dann nehme ich den nächsten Schmeiß, oder? Sag mal, Markus, ja. Wolltest du erst einen Köderfisch für Zander fangen? Warum? Ne? Wir rennen doch, ja. Ja, Junge, ich bin für die Kleine zuständig. Ja? Wir probieren nochmal aus, da, Uli. Es gibt mehr kleine Fisch wie große. Es gibt mehr Fisch, wo den packen wie deiner, glaub was. Das heißt, du möchtest heute Fische zählen, nicht messen. Ja, ich brauch bloß einen Fisch, um mit dir gleich zu ziehen. Und dann hast du das schon mal gemacht? Hä? Hast du das schon mal gemacht? Wie komme ich hier drauf? Spinnenzander? Ich sehe schon, meine Ausbildung geht fleißig voran. Ist das der Schlüssel zum Erfolg? Hä? Ist das der Schlüssel? Ja, bessere Angler kann man mir ja nicht an die Hand geben, oder? Das stimmt. Johannes Titel, jetzt Uli Bayer. Das ist schon krass. Max Keusch nicht? Ja, krass. Wie oft hast du dich denn schon von außen gehakt? Nicht selbst. Ich habe ganze Leben. Einmal habe ich einen Drilling drinstehen gehabt in der Hand. Einmal, ja. Ja, Junge, ich kann angeln. Das ist ja allein 4-mal. Nein, was soll ich denn sagen? Mit Arm, okay. Mit Meterhechtrunden dran. Na, ich einmal im Handgelenk. 2-mal eigentlich. Also einmal im Handschuh eingehängt. Da bin ich halt der Bot gegangen, da habe ich gerade noch so den Handschuh abschütteln gekinnt. Und dann das 2. Mal sauber der Drilling in der Hand. Gleich durch oder was? Gleich drin, komplett, Alter. Zack, auf die Knochen drauf. War auch nichts mehr mit rausmachen. War nur noch. Berufsrisiko. Ja, so ist es. So, ich habe gedacht, ich schmeiße auch mal ein paar Boxen da hin, Uli, dass es ungefähr so aussieht wie bei dir. Ne? Das ist okay für dich. Bin ja anpassungsfähig. Ich bei mir gehen die Boxen nicht kaputt, Uli. Das zum Beispiel ist meine Finesse-Tasche. Ja. Markus, du guckst ja nicht meine Videos, ne? Das ist meine Aufbewahrungsbox, meine alte. Die hat also schon ein bisschen Kultcharakter. Was steht da drauf? Farbeimer vom Schwiegervater. Und meine neuen sehen noch besser aus. Also die sehen zumindest von außen dann gut aus. Da steht sie. Schöne Zecktasche. Ja. Aber innen rein darfst du nicht gucken. Da sieht es dann genauso aus. Immer erstmal vormachen den Zander. Markus, du musst den Fischen immer erstmal vormachen, wie das geht. Komplett. In der Zeit tue ich doch voll gestresst an. Ich versuche endlich einen Fisch vor die Linse zu halten. Ach, du genießt es ja auch in der Sonne. Mir geht es super nein.
Die Leute denken ja, hier ist es saugeiles Wetter, gell? Der Sonnenschein, kein Wind. Die sehen aber nicht, dass es eiskalt ist. Es hat Sonnenschein und kein Wind, aber es ist halt frostig. Ja, was ist halt? So ist es. Ich bin gerade so knapp über Null. Deswegen. Meine Heizweste ist das Beste, was ich mir die letzten Jahre gekauft habe, ich schwöre. Und ich habe mir viel gekauft. Sind wir hier irgendwo an der Korallenküste oder in Italien im Binnenwasser? Riesen Teichmuschel. Ich habe noch nie so eine große Teichmuschel gesehen. Und wie geht's? Ja, also ich habe jetzt schon zwei Bisse gehabt. Ich habe einen Biss gehabt, wo ich selbst verwundert war, dass er nicht gegangen war, weil es war ein richtiger Einschlag. Und ich habe auch angeschlagen sofort, aber nix. Naja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, gell? Was ist denn das schon wieder? Mensch, nicht mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Nee. Der ist schon älter wie du, der Spruch, mein Freund. Ja, das glaube ich. Uralspruch. Ja, den kannte ich nicht. Sandra, du hast ja schon zwei Bisse gehabt. Ja. Auf was hast du denn das gehabt? Die kann man aber leider nicht fotografieren. Bisse, wächst. Auf was hast du denn das gehabt? Ich will den Tackle-Check machen. Ich kann es genau. Tackle-Check! Okay, alles klar. Jungs und Mädels, Tacklehammer halt gleich gecheckt. Als Hardware habe ich die Peakcheek Ends, 2,70 Meter Länge, 15 bis 50 Gramm Wurfgewicht. Wir wissen ja, echt geiler Stock zum Zanderchicken. Dann habe ich eine 4000er Rolle drauf. Auf der Rolle habe ich eine 18er Momoi Rio Chin. Dann habe ich hier 38er Fluor Carbon Neo. Als Köder habe ich unseren Zandergummi aus dem Hause Zeck in Farbe Sandmann. Genau mein Geschmack. Und als Hoge haben wir da drauf, ich hätte gesagt, so, ich weiß nicht genau, wie es heißt, ich würde sagen Bullet Weight Chiquette in 18 Gramm. Fühlt sich ein falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Irgendwas ja. Muss ja falsch sein. Komm, ja. Ich werde es euch Mr. Wala Tackle Check. So, Maxchen. Bist du ready, um zu wobbeln? Wobbeln, du meinst? Ja, noch nicht, glaube ich, oder? Ey, Wobblerhut habe ich dabei. Ich werde Zeit, dass du jetzt mal einen Fisch fangst, dass man das Video bei Ende hin. Mich unter Druck, du bist unter Druck. Ich? Hier ist dein Revier. Wenn du dann zu mir kommst und wir fangen keine Fische, dann bin ich unter Druck. Bei mir wissen sie alle, dass ich nichts kann. Das ist kein Ding. Ich sitze manchmal da und denke so, ey, wenn die jetzt merken, dass ich gar keinen Plan habe, ganz oft, ich habe keinen Plan, was ich hier mache. Dann stellt mir irgendjemand eine Frage und dann antworte ich und dann lacht und vielleicht jemand. Jetzt, ja, und ich so, oh krass, hat funktioniert. Schon 10 Jahre rum. So, Uli, jetzt machen wir ausnahmsweise, was ich sag. Schön, ha, Andre. Geile Aussicht, oder? Komplett. So, Jungs und Mädels, ihr seht's, goldene Stunde. Wir sind nochmal in die Stadt hochgefahren, ein bisschen tieferes Wasser. Irgendwie, der weiß ich auch nicht. Einer ist schon fleißig am Angeln. Der ist fischgeil. Der will heute nicht ohne Fisch vom Wasser. Euch dann auch nicht. Was? Du willst auch nicht ohne Fisch nach Hause, oder? Du, ich hab eben gerade gegessen, ich bin satt. Nicht der erste, aber jetzt müssen wir mal was Fängiges drauf machen. Ich vertraue meinem Sandmann. Was für Farbe kommt da drauf jetzt? Ich habe jetzt einfach eingegriffen. Noch ein bisschen gedämpft. Ich mach gleich aber auch mal was Helles dran, was Weißes. Schockfarbe und so, aber jetzt sehen die ja noch genug da unten drin. Manche Angler sagen ja auch, nachts ist schwarz ganz gut. Wir sind hier Tag und Nacht unterwegs, ne? Und ein bisschen Schockfarbe. Markus, du bist länger im Zeck-Team. Was für eine Farbe ist das? Ist das jetzt der erste Dies oder was denn mal? Ich habe meine Vokabeln noch nicht gelernt. Was ist das? Du fragst genau den richtigen bei Zeck.
Jungs und Mädels, goldene Stunde. Ja, ich hab doch gesagt, ich rette das Video. Sehr cool. Ja, macht aber auch, der macht sich krumm, gell, wie ein Sander. Mach dich mal grad, Junge. Dass wir dich in deiner vollen Pracht sehen können. Ja, sag mal hier. Ja, ich mein, so ein 98er Zander fängt man nicht jeden Tag. Super, cool. Aller geil. Ule, Petri heil. Petri heil. Hast du gut gemacht. So. Oder so. So, was los? Ende im Gelände oder was? Ja, jetzt fertig. Jungs und Mädels, ihr habt es gesehen. Hartes Brot, gell? Zähes Fische. Naja, hungrig wären wir auf jeden Fall nicht ins Bett. Eine schöne Portion Zander haben wir gehabt. Ja. Nicht gelangt, oder? Max hätte halt weniger gekriegt, aber schon nicht. Und ich esse Fisch. Harte Arbeit. Also hätte es gereicht. Harte Arbeit. Kann ja, harte auch Arbeit. Beim Markus passieren. Ja, das ist ganz normal angeln. Ja. Gell, die Fische sind ja heute Kälte. Schmeckt nicht so, glaube ich, der Kälteeinbruch. Aber. Klares Wetter und Kälte, ja. So ist es. Ist doch in Ordnung. Ein bisschen Aktion haben wir gehabt. Ein schöner Tag. Mir hat es Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich habe viel gelernt. War gut. Vor allem über Köderfarbe. So. Ja. Jungs ja. Und Mädels. Wir bauen darauf auf und machen irgendwann weiter. Genau, auf jeden Fall. Fortsetzung folgt. Für heute reicht. Ich muss erst mal Akkus laden. Interesse, ne? Ich muss erst mal Akkus laden von meiner Heizung und von meiner Heizjacke. Dann kann es weitergehen. So. Was machst du, wenn es kalt wird? Ja, das ist für mich eiskalt. Es ist schon extrem kalt hier. Also Minus haben wir selten. So, egal. Jungs und Mädels, an dieser Stelle beende mal das Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und noch viel mehr hoffe ich, wir sehen uns irgendwann mal am Wasser. Bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel. Petri heil. Ciao. Tschüss.